SEO-Strategien für kleine und mittelständische Unternehmen. Wie funktioniert das und warum brauche ich überhaupt erstmal eine Strategie? Das verrät uns Florian Krekel, der Inhaber von ProPerform Online Marketing, hier beim Business Talk am Kudamm. Die Auffindbarkeit in den Suchmaschinen ist für kleine und mittelständische Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Um das Ziel zu erreichen, eine gut optimierte Website zu haben, braucht man sicherlich verschiedene technische Voraussetzungen. Also was sind denn überhaupt Voraussetzungen, dass man eine Chance hat, bei den Suchmaschinen auffindbar zu sein? Ja, genau. Also das Wichtigste ist erstmal, dass man, ich sag mal, eine halbwegs moderne Webseite mitbringt. Ja, also wir schauen uns, wenn wir ein neues Projekt bekommen, schauen wir uns die Webseite natürlich an, erstmal im Vorhinein. Und wenn wir dann feststellen, okay, die Webseite ist in irgendeiner Art und Weise veraltet vom technischen Stand her oder vom Design, dann sagen wir unserem Kunden natürlich auch, okay, wir brauchen hier vielleicht erstmal überhaupt eine neue Basis, bevor wir auf Suchmaschinenoptimierung gehen können. Ja. Wichtige Punkte sind da für mich zum Beispiel immer, dass die Webseite schon mal auf mobile Geräte, wie das hier zum Beispiel ausgelegt ist, ja, oder für Smartphones. Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Geräte. Und die etwas neueren Webseiten, die sind dann doch schon so intelligent, dass sie sich automatisch an die Ausgabebildschirme auch anpassen. Wir achten aber nicht nur auf die technische Seite, sondern wir achten auch darauf, dass der Kunde selbst eine gewisse Eigenmotivation mitbringt, wenn wir in ein neues Projekt reingehen. Weil wir sind natürlich auch auf das Know-how von dem Kunden angewiesen. Und da wollen wir dann schon mit motivierten Leuten zusammenarbeiten. Ne? Weil wenn wir auf jede Frage irgendwie 2-3 Wochen auf die Antwort warten müssen, dann ist es natürlich von der Art der Zusammenarbeit her auch nicht so ideal. Also es sollte beides passen, sowohl die technische als auch die persönliche Schiene dann. Ja, das fand ich auch gerade einen ganz interessanten Punkt, den du angesprochen hast. Also wir sprechen ja jetzt über SEO-Optimierung und trotzdem hast du halt erstmal die, also Suchmaschinenoptimierung, du hast aber die Seite an sich angesprochen, dass die natürlich erstmal vorhanden ist, aber dass sie auch modern ist und so, also vor der eigentlichen On-Page-Optimierung. Denn da beginnt ja an sich dann die Arbeit des SEO-Managers. Das heißt, wie geht ihr bei der Entwicklung einer SEO-Strategie dann vor? Genau, also wenn die Basis stimmt, wenn die Webseite ordentlich und modern ist und auch am besten halbwegs gut aussieht, ja, dann gehen wir halt hin und das Erste, was wir machen, ist ein Onboarding mit unseren Kunden. Das heißt, da heißen wir den Kunden willkommen und fragen die ersten Daten ab. Wir brauchen ja beispielsweise rein organisatorisch Passwörter und so weiter, damit wir überhaupt tätig werden können. Und dann ist es so, dass wir eine Keyword-Analyse starten. Das heißt, wir schauen uns an, welche Keywords, welche Suchbegriffe passen thematisch zu den Zielen des Kunden, die er uns eben vorgestellt hat, was er erreichen möchte. Und schauen uns da eben genau an, wie häufig werden diese Keywords gesucht und auch wie viel Wettbewerb herrscht bei diesen Keywords. Ne? Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich für ein Keyword optimiere, was irgendwie 100 Mal im Monat bei Google gesucht wird, oder ob ich ein Keyword habe, was 10.000 Mal im Monat gesucht wird. Das ist natürlich erstmal auf den ersten Blick attraktiver, ja? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das 10.000er Keyword auch häufiger von anderen Firmen bespielt wird und dass da mehr Konkurrenz ist, ist natürlich auch klar. Und was wir bei dieser Keyword-Analyse machen, ist eigentlich, wir suchen im Grunde solche Suchbegriffe, die häufig gesucht werden, die aber noch nicht ganz so umkämpft sind. Ja, und das sind dann die Keywords, die wir unserem Kunden empfehlen, wo wir sagen, okay, auf Basis von Daten, also data-driven quasi, würden wir jetzt sagen, okay, die und die Keywords sind sinnvoll. Und dann muss der Kunde natürlich sein fachliches Feedback nochmal dazu geben und sagen, ja, passt für mich. Oder, weiß ich nicht, Keyword 2 zum Beispiel, das ist nicht so unser Schwerpunkt, wir machen eher was anderes. Und dann wird es auch natürlich nochmal ausgetauscht, ist ja klar. Aber das ist so der Anfang, bevor wir wirklich eigentlich an der Webseite selber was arbeiten. Links auf die Webseite zu setzen, also die eben auf die eigene Homepage verweisen, das ist ja auch immer ein großes Thema. Und also es gibt sozusagen auch schlechte Links, die gar nichts bringen. Ja. Gute und schlechte Links, wie kann ich die auseinanderhalten? Ja, also ganz schlechte Links sind natürlich Links, die man irgendwie in irgendwelchen Linkpaketen kaufen kann und die dann vielleicht auch von Webseiten kommen, die man so gar nicht sehen will, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, also das sollte man natürlich komplett vermeiden. Mhm. Also irgendwelche Linkpakete zu kaufen, davon raten wir definitiv ab. Gute und schlechte Links, also ein guter Link ist ein Link, der thematisch passt, würde ich jetzt sagen. Ja, also beispielsweise, wenn man Inhaber, Betreiber von einem Autohaus ist, dann ist es zum Beispiel sinnvoll, verschiedene Links von Autoherstellern auf den großen Webseiten von den Herstellern zu bekommen. Ja? Was natürlich aber auch schwierig ist. Ja? Also man kann ja nicht einfach bei BMW zum Beispiel anrufen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Link auf eurer Webseite. Und das ist dann im Grunde genau die Herausforderung, eben solche Links zu finden, die thematisch passen und die man eben aber auch bekommt. Ja? Sei das in Form von der Gegenleistung oder weil man einfach vielleicht gut zusammenarbeiten kann. Das ist dann immer komplett individuell.
Soziale Medien spielen natürlich auch eine große Rolle beim Aufbau einer Markenidentität. Die können natürlich auch für Traffic sorgen. Wie kann man denn überhaupt die richtigen Kanäle herausfinden und die dann professionell bespielen? Ja, genau. Also grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden zwischen Push- und Pull-Plattformen. Also Push-Plattformen wären klassisch Social Media, Facebook, Instagram. Push bedeutet einfach, man drückt quasi ein Angebot in einen Markt hinein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Facebook-App als User öffne, dann suche ich ja nicht gerade nach einem Immobilienmakler, einem Steuerberater oder nach sonst was, sondern ich mache das, weil ich gerade irgendwie Freizeit habe. So. Und die Werbeanzeigen, die werden mir im Grunde subtil in meinem Feed dann eingeblendet. So, das heißt, das ist diese Push-Geschichte. Und die Gegenseite wäre quasi die Pull-Seite. Das wäre dann zum Beispiel Google. Da sucht der User aus eigenem Antrieb einen Suchbegriff, weil er gerade Bedarf hat. Das ist quasi der natürliche Bedarf, den der Markt von sich aus hergibt. Ja? Und dann muss man erstmal schauen, welche Plattformen sind dann eben genau die richtigen. Und da, ja, sage ich mal, können wir auch mit vielen Mythen dann auch immer mal aufklären, weil wir hören halt häufig solche Sätze wie, naja, Facebook ist ja ausgestorben und bei Instagram sind nur 20-Jährige unterwegs. Das stimmt so natürlich nicht. Also Facebook hat sehr wohl noch eine sehr große Marktmacht und bei Instagram sind auch ältere Menschen als 20-Jährige mittlerweile zu erreichen oder zu targetieren, wie wir das in unserer Sprache sagen. Und von daher fällt die Wahl, welche Tools und welche Kanäle man dann wirklich auswählt, natürlich so ein bisschen auch auf das Angebot des Kunden, was die Dienstleistung ist. Es gibt auch verrückte Sachen. Also es gibt auch Steuerberater, die bei TikTok sind zum Beispiel, ja, oder Anwälte. Herr Anwalt kennt man vielleicht bei TikTok, ja. Also man muss schauen, was Sinn macht, wobei ich da dann natürlich auch die Abgrenzung treffen muss. Also wir kümmern uns wirklich hauptsächlich um Google. Natürlich Facebook, Instagram, Werbeanzeigen schalten wir auch. Aber wenn es dann irgendwann Richtung TikTok oder so geht, da gibt es dann sicherlich nochmal andere Agenturen, die darauf spezialisiert sind. Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt euch hauptsächlich auf Google spezialisiert und ja, die ersten 10 Ergebnisse, also Seite 1, das ist das Relevante, da will jeder hin. Das kennen wir sicherlich auch, kennt jeder von sich selbst. Wann schaut man mal auf Google Seite 3 irgendwie? Sehr, sehr selten. Aber wie schaffe ich das denn als kleines Unternehmen, mir eben genau in diesen ersten Positionen einen Platz zu sichern und Traffic zu generieren? Klar, also dass man als, ich sag mal, kleines Unternehmen jetzt nicht mit irgendeinem Konzern konkurrieren kann, das liegt ja in der Natur der Sache, vom Budget her und von allem her einfach, ja. Da bin ich wieder bei der Keyword-Analyse, ja, die halt einfach sehr wichtig ist und die Basis für diese ganze Optimierung stellt, weil auch als kleines Unternehmen kann ich in relevante Suchbegriffe reinkommen, wenn ich guten Content schreibe zum Beispiel, also beispielsweise die Texte auf meiner Webseite verbessere, eine gute Überschriftenstruktur habe, wo auch mal Keywords drin vorkommen. Ja. Wichtig ist es da halt einfach, dass man sich nicht gleich auf die 10 größten Keywords seiner Branche stürzt, weil dann wird es wahrscheinlich relativ schwer, weil die Konkurrenz einfach zu groß ist. Sondern dann empfiehlt es sich vielleicht eher mal nach Nischen-Keywords zu suchen, die nicht ganz so umkämpft sind, die aber auch relativ häufig gesucht werden. Und wenn das einfach nur mal, wie gesagt, 100 Suchanfragen im Monat sind, dann ist das in Ordnung. Weil wenn der Traffic der richtige ist und genau meine Zielkunden trifft, dann habe ich da ja auch was von, wenn 100 solcher Leute jeden Monat auf meine Webseite kommen. Ja, vielen Dank für die ganzen Tipps. Gerne.